bin der Leon Seidel und ich spiele den Huckleberry Finn. Das ist halt so, dass er zwischen dem ersten Teil und zwischen dem zweiten Teil halt zur Witwe Douglas kommt und da halt diesen Sklaven Jim kennenlernt. Du kennst ja nichts anderes, Jim. Du bist ein Sklave. Aber ich war mein freier Mann. Huck is trying to flee, escape from the Witwe Douglas and Jim is trying to escape to for his freedom. Ich gehe nach Ohio. Da gibt's keine Sklaven mehr. Dann wärst du da ja der Einzige. Ich bin doch dein freier Mann, wie du. Aber das geht nicht so einfach. Es sind dermaßen viele Sklavenjäger an den Rändern, an den Grenzen verteilt. Sie haben mir meinen Jim gestohlen. Nein, ganz bestimmt nicht. Wir stehlen keine Nigger. Fangen Sie. Du bist der Poet. Er ist der Schöne. Stotterer. Ich bin der dumme Schöne. Und Andreas ist der Rechenmeister. Also 6.000 durch 4, das sind 64.000. Oh. Ich würde sagen, dass diese drei, Packard, Turner und Bill, nicht ganz ernst zu nehmen sind. Ich bin August Diehl und ich spiele den alten Finn. Whisky. Er ist ein Säufer, ist mein Vater und Huck mag ihn halt eigentlich überhaupt nicht. Der alte Finn will halt nur an Hucks Geld ran. Mein Sohn Huck ist viel mehr wert. Der ist reich. 6.000. 6.000? Eigentlich ist für ihn das Allerbeste, mit dem Gesetz zusammen den Jungen zu suchen. Es soll ein Pferd sein! Es ist eine Ziege! Das Tier stinkt aus dem Arsch! Der wird mitgenommen wegen Geld. Sonst kriegen wir nämlich gar nichts. Deswegen müssen wir den mitnehmen. Aber eigentlich ist der uns nicht geheuer. Du bleibst hier! Ah, hallo! Wir wollen auf unser Floß. Nehmt uns mit! Wo wollt ihr hin? Nach Kairo! Ja, es sind halt zwei Betrüger. Ach, wenn ich diesen Namen schon höre, muss ich schon lachen. Er hier, er ist der Herzog von Brückenwasser. Herzog Britschgewater. Und ich bin der König von Frankreich. Zwei Betrüger, die Huck und Jim veräppeln. Wir wollen Kohle, so. Also Geld. Wie wir dazu kommen, ist ja, ob wir den da ins Wasser schmeißen oder ob wir den Leuten erzählen, im Himmel ist Jahrmarkt, aber gebt uns mal was, damit wir den Jahrmarkt da eröffnen können, ist egal. Hauptsache Geld. Damit wir den Jahrmarkt noch ausbauen können. Ja, die kriegen eben auch mit, dass durch Jim und Huck eben Geld zu holen ist. Halt schon eine ziemlich tolle Reise, so frei zu leben und so eine Freiheit zu haben. Ich meine, das muss schon richtig toll sein. Man muss den Film einfach gesehen haben. Huckleberry Finn. Mark Twain. Ich schreibe Geschichten. Ich kann Ihnen eine Geschichte erzählen, die werden Sie nicht glauben. Erzähl.